Die dunkle Gezeit bedeutet Kontrast. Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Sommer, sondern von der dunklen Jahreszeit. Von kurzen und auch schweren Tagen, von unwegsamen Wetterbedingungen. Und vor allem sprechen wir von der hohen Bedeutung der Frage, wie wir diesen Umständen begegnen. Natürlich ist es kein Hass. Vielleicht ein wenig Hassliebe. Der Weg zu einer guten Welle ist immer weit im Winter und auch immer mit Aufwand verbunden. Karten lesen, Windvorhersagen beobachten und Webcams checken. Selbst wenn du dir die Bedingungen vor Ort ansiehst, wirst du öfters mal feststellen, dass es nichts zu holen gibt. Und dann geht's zum nächsten Spot. Die richtige Welle muss man sich nun mal erarbeiten. Mit Überwindung, Hingabe und Geduld. Die dunkle Gezeit ist verbunden mit einem Gefühl. Einem ziemlich außergewöhnlichen Gefühl. Für mich bedeutet sie Herausforderung, aber auch Ausflucht und Erfüllung. Sie entwickelt eine Kraft, die auf einen übergeht, wenn das kalte Wasser seinen Weg in den Neo gefunden hat. Trying to keep